Im letzten Video haben wir ja den RPG Maker 2003 besprochen. Wir gehen ein bisschen in die Zukunft und schauen uns den RPG Maker XP an. Auch noch heutzutage wird der XP liebend gerne benutzt aufgrund seiner Mapping-Funktion. Mal schauen, wie es innen drin im Maker aussieht. Wir nehmen ihn heute mal so richtig unter die Lupe und gucken mal, ob man damit noch coole Spiele erstellen kann. Viel Spaß dabei. Und genau so sieht der RPG Maker XP aus, wenn man ihn zum ersten Mal startet. Man sieht schon, er sieht ein bisschen moderner aus als der RPG Maker 2000/2003. Wenn man sich mal die Befehlsliste anschaut vom RPG Maker XP, dann gibt es so die ein oder andere Sache, die es beim anderen Maker nicht gab. Und auch Sachen, die entfernt wurden. Zum Beispiel, eine Sache, die entfernt worden ist: Man kann keine Videos abspielen. Hier gibt es keine Funktion, um Videos abzuspielen. Das ist so ein Grund. Ich hab das, glaube ich, schon mal in einem Video gesagt, weshalb mir der XP nicht so hundertprozentig gefallen hat, weil diese Funktion nicht mehr drin war. Aber für viele spielt das natürlich keine Rolle, denn viele wollen ja überhaupt gar keinen Film abspielen in ihren Games. Von dem her war das Ganze auch nicht so tragisch. Was aber sehr cool war beim RPG Maker XP, und das hatte, glaube ich, auch kein Maker danach: man hatte Nebel. Hier kann man einstellen, wie stark der Nebel sein soll und welche Transparenz der Nebel hat oder auch welche Farbe der Nebel haben sollte. Generell konnte man mit dem RPG Maker XP coole Wettereffekte erstellen, wie zum Beispiel Regen, Sturm und Schnee. Wir probieren jetzt mal kurz Sturm aus, denn das gab es bei den anderen Maker, glaube ich, nicht mehr. Der RPG Maker MZ hat nicht mehr die Funktion Sturm. Und wie Sturm im RPG Maker XP aussieht, das zeige ich euch mal kurz. Wenn ich hier einen Parallelprozess erstelle, eine neue Seite, dann machen wir Self-Switch an. Und dann machen wir hier auch noch kurz den Selbst-Switch an. So, und wir machen doch mal direkt ein Testspiel mit ein bisschen Sturm. So sah der Sturm aus. Ähnlich wie der Regen, aber die Striche waren ein bisschen länger gezogen, sodass es eher stürmisch aussieht, anstatt regnerisch. Es könnte streng genommen auch ein starker Regen sein mit großen Regentropfen. Wenn ich hier mal F2 drücke, dann sehen wir hier die FPS. Er läuft bei circa 40 FPS. Das sind keine ganze 60 FPS. Auf F1 hatte man dann noch so Einstellungen wie Smooth Mode. Wenn ich das jetzt ausmachen würde, dann würde das Ganze bei circa 20 Frames laufen. Hier sind es gerade 19, jetzt sind wir bei 20 Frames angekommen. Aber man sieht schon, es ruckelt mehr als es sollte. Deswegen die Funktion sollte man anschalten. Reduce Screen Flickering, das war auch eine Funktion, die sollte man anschalten. Es kann sein, wenn man das im Vollbild spielt, dass man komische Streifen im Game hatte. Damit konnte man das ein bisschen beheben. Das Menü war auch sehr interessant. Man hatte hier keine Face Sets, sondern man hatte tatsächlich den Charakter, der auf der Map läuft. Und man hatte zusätzlich noch einen Step Counter, der gezählt hat, wie viele Schritte man gelaufen ist. Wenn man hier mal auf die Map-Eigenschaft geht, dann sieht man, dass man keinen Parallel-Hintergrund einstellen konnte, wie man es beim RPG Maker gewöhnt ist, sondern man musste auf Database gehen und dann zu Tilesets, und dann hatte man hier die Möglichkeit, ein Panorama Picture auszuwählen. Das war dann zusammen mit dem Tileset fixiert. Immer wenn man das Tileset benutzt hat, war auch das Panorama gleich dabei. Ebenso konnte man die Nebelgrafik hier einstellen, und die Funktion will ich euch auch mal kurz zeigen, wie der Nebel im RPG Maker XP aussah. Fand ich auch eine coole Funktion. Also was das Wetter anbelangt, hatte der XP eindeutig die Nase vorne. Hier sehen wir, jetzt haben wir ein bisschen Sturm und Nebel ist auch vorhanden, was ein ganz cooler Effekt ist. Früher beim RPG Maker 2003 musste man das noch anstrengend mit Bildern machen. Heute ist das mit einem Klick erledigt. Kommen wir zur Mapping-Funktion. Und zwar hatte man hier drei Auswahlmöglichkeiten: die untere, die mittlere und die dritte Ebene. Das heißt, wenn ich hier auf die mittlere Ebene gehe, konnte ich hier einen Baum auswählen und hier einfügen. Wenn ich einen Baum oben drüber machen will, dann funktioniert das nicht so, wenn ich hier nochmal draufklicke. Beim RPG Maker MV und MZ würde es so funktionieren, einfach nochmal draufklicken und zack, der Baum wäre drüber. Hier funktioniert das allerdings nicht. Hier muss ich auf die dritte Ebene gehen und dann kann ich den Baum drüber machen.
So haben wir zwei Ebenen übereinander. Und das fanden viele Leute cool. Viele Leute sagen, damit kann man echt gut mappen. Und deshalb wurde, glaube ich, auch von vielen Leuten der XP hoch gelobt für das Mapping und für das Tileset-System. Ich muss sagen, mittlerweile wurde er halt vom RPG Maker MZ wurde er überholt. Denn beim RPG Maker MZ ist es genauso aufgeteilt, nur halt eben mit 4 Ebenen statt nur mit 2 beziehungsweise 3. Wenn man hier auch mal schaut im Tileset, dann konnte man hier ganz viele Dateien reinladen. Die sind allerdings nicht so benannt. Es ist ungefähr das gleiche wie bei RPG Maker MV und MZ. Man hatte so die Wände, man hatte die Decken und so weiter. Man hatte Animationen. Hier zum Beispiel Wall ist einfach nur die eine Wand. Wenn man hier mal schaut, man hatte auch Animationen, hatte man hier. Hier hatte man zum Beispiel ein Teil für Gras, ein Teil für so ausgetrocknetes Gras. Und da war das alles so ein bisschen untereinander aufgeteilt. Und wenn man hier mal schaut, hier hat man nochmal ein extra fertig die Tileset-Grafik. Das ist so die Basis, die man so hatte. Man konnte dieses Tileset damals ziemlich, ziemlich lang ziehen und ziemlich viele Sachen auch noch einfügen, zusätzlich zum Tileset. Also dieses Tileset hatte keine fixe Größe. Man konnte es auch noch länger machen und mehr Sachen hinzufügen, weshalb man dann schon sehr viel in der Map verbauen konnte. Ansonsten schauen wir uns mal kurz das Kampfsystem an. Wir gehen mal zu Battle Test und schauen mal, wie es damals so ausgesehen hat, wenn man das Kampfsystem vom Epic Game Maker XP benutzt hat. Also wir sehen hier, das hat mit Bildern gearbeitet. Man hat jeden Fighter hat man hier gesehen mit der HP, nur mit der derzeitigen HP, nicht mit der maximalen HP. Und dann hatte man halt MP und der Zustand war hier unten normal vergiftet und so weiter. Wenn man hier kämpft, ist eigentlich ganz witzig gemacht. Die Charakter fangen an zu blinken. Sie fangen auch an zu blinken, wenn sie angreifen und so weiter. Wenn sie einen Skill machen, dann werden da auch zusätzlich Animationen angezeigt. Also man hat gerade gesehen, man benutzt einen Skill und es wird so eine Art Aura gezeigt. Fand ich ganz cool, fand ich ganz witzig, dass die Battler hier auch ihre eigene Animation bekommen, wenn sie denn etwas machen. Beim normalen Angriff ist es jetzt einfach nur ein kurzes Blinken. Bei Skill wäre es dann diese Aura gewesen. Es gab auch eine Menge Kampfhintergründe, die eigentlich sehr schön aussahen. Also sie haben mir sehr gut gefallen. Es war auf jeden Fall ein guter Step nach vorne mit der doppelten Auflösung, die man beim XP hatte. Beim XP war es eine Auflösung von 640x480. Beim RPG Maker 2000, was der Vorgänger war, war es nur um die Hälfte, 320x240. Und man sieht, man hatte wunderschöne Battle-Hintergründe. Sind wunderschön, auch noch heutzutage. Sieht direkt aus wie aus einem Anime-Film. Und dann hatte man ganz klassisch eben das System, die ganzen Soundeffekte, was es denn macht, wenn man auf OK drückt, wenn man Escape drückt. Oder wenn man mal in den Shop reingeht, dann macht es zum Beispiel sowas. Und hier konnte man die ganzen Wörter hier, was ist zum Beispiel Geld. Geld ist natürlich Gil. Jeder, der Final Fantasy gespielt hat, weiß das. Waffen, Schild und so weiter, das kennt man ja alles. Hier kommen die Starthelden, die man denn hinzufügen will. Hier sind noch so die ganzen Elemente und so sind hier auch noch, die kann man. Man kann auch welche hinzufügen, macht man hier zum Beispiel das Element, weiß ich nicht, Schatten kann man zum Beispiel hinzufügen. Kommunen-Events, die allgemeinen Ereignisse, die kennt man ja auch, da hat sich nicht viel verändert. Die sahen schon immer gleich aus. Das klassische Animationsfenster, das man so kennt vom RPG Maker, ist natürlich hier auch vorhanden. Man kann hier mal Play machen, dann sieht man die ganzen Animationen. Actors waren hier vertreten. Man hatte hier allerdings nur die Auswahl vom Charakter und die Kampfgrafik. Ein Faceset war hier allerdings nicht vorhanden. Eine weitere Eigenheit, die der RPG Maker XP hatte, ich weiß nicht warum und weshalb, das wurde auch nie wieder so gemacht. Wenn man die Charakter animieren wollte, dann musste man zuerst die Stehanimation machen, dann musste man einen Schritt, die Schrittanimation machen, also quasi hier ist der linke Fuß oder der rechte Fuß, je nachdem wie man drauf guckt, vorne
Und dann kam wieder eine Stehanimation und dann kam wieder die Schrittanimation. Warum man das so gemacht hat, ich weiß es nicht. Normalerweise ist ja Mitte Stehanimation, rechts ist Schrittanimation, genauso wie links. Somit braucht man 3 Bilder. Hier braucht man tatsächlich 4 Bilder, was eigentlich gar keinen Unterschied macht zwischen 3 Bildern, weil wir haben hier zweimal die Stehanimation. Damit konnte man vielleicht noch was anfangen, wenn man irgendwas animieren wollte, ein zusätzliches Bild, aber ich hab die Funktion nicht so ganz verstanden, warum man da jetzt unbedingt 4 Schritte braucht, um die gleiche Animation abzuspielen, die man hätte auch mit 3 Schritten machen können. Hier konnte man auch Blending Mode einstellen, also Add und Sub, je nachdem wie das Event aussehen soll. Bei Add war das mehr so leuchtend, bei Sub war das mehr so dunkel. Ich zeige euch mal, wie Add aussieht. Das kennt man ja wahrscheinlich von jedem Bildbearbeitungsprogramm, damit das eher so aussieht, als würde etwas leuchten. Hier sieht man es, da ist das Event, das wir eingefügt haben, und man sieht, es ist so ein kleines, so ein durchsichtiges Leuchten, das man hat. Das stellen wir jetzt aber kurz mal aus und stellen es auf normal und machen mal eine ganz normale Textausgabe. Hallo, wie geht es dir? Man hatte hier allerdings keine Auswahl, ein Faceset zu benutzen. Wenn man ein Faceset benutzen wollen würde, dann hätte man das mit einem Bild gemacht oder mit einem Script gelöst. Die Faceset-Funktion wurde hier tatsächlich auch rausgenommen. Jetzt laufe ich mal zum Charakter hin und er redet mit dir. Was man gleich merkt, ist, dass es einfach nur eingefadet wird. Also es wird einfach nur angezeigt, der ganze Text, so wie er ist. Nicht so wie bei den anderen RPG Maker, wo die ganzen Buchstaben so nacheinander kommen, sondern es wird gleich komplett angezeigt. Bei Tools im Script Editor hatte man natürlich noch die Möglichkeit, Sachen umzuändern im RPG Maker selbst. Hier waren die ganzen Scripts drin, auch hier System, Switches, Variablen, wie der ganze RPG Maker funktioniert, war hier alles drin, wie die Bilder funktionieren und so weiter. Da gab es viele tolle Scripts, die man auch hinzufügen hat können. Oder man konnte auch den ganzen RPG Maker damit manipulieren, wie die ganzen Schalter, Bilder, Battler oder Kampfsystem, wie das Ganze funktioniert hat, konnte man tatsächlich hier in dem Script Editor konnte man das umändern, was sehr, sehr cool war. Für den RPG Maker XP gab es sehr, sehr viele Scripts, irgendwelche Leuchtscripts, neues Battlesystem und so weiter und so fort. Da war der Fantasie wahrscheinlich keine Grenzen mehr gesetzt. Es gab so gut wie alles für den RPG Maker XP. Du hast ein Script gesucht, du hast es auch gefunden. Das waren so die Vorreiter zu den ganzen Plugins, die es heute gibt im RPG Maker MV und im Z. Es war ein Editor. Es war quasi ein großer Texteditor, in dem ihr eure Scripts eingefügt habt. Der RPG Maker XP hatte natürlich auch noch ein RTP, das werden die meisten Leute von euch gar nicht kennen. Der RTP waren immer so Standardgrafiken, die man zusätzlich installieren hat müssen, wenn man den RPG Maker spielen wollen hat. Hier kann man mal ein RTP aussuchen, hier gab es so verschiedene RTPs beim RPG Maker XP, ich weiß nicht warum es das gab, beim RPG Maker 2000, 2003 gab es nur einen, hier gab es anscheinend unterschiedliche, die man dann hätte auswählen können. Ich glaube, heutzutage braucht man sowieso kein RTP mehr. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, wenn man das ganze Spiel exportiert mit den ganzen Grafiken, braucht man kein RTP beim RPG Maker XP zusätzlich zu installieren. Ihr könnt mich aber gerne in den Kommentaren korrigieren, sollte ich das falsch sehen. Ja, noch eine kleine Eigenart waren die Transitions, also die Übergänge von der einen Map zur anderen Map. Die konnte man hier in diesem Ordner, konnte man hier solche schwarz-weiß Bilder einfügen. Und diese konnte man dann benutzen, um eine Art Animation im Übergang zu erstellen. Wenn man hier zum Beispiel schaut, man geht zur Datenbank, dann geht man hier zu Battle Transition. Da konnte man zum Beispiel den Übergang zum Kampf konnte man hier einstellen. Ich benutze mal diese Pixel-Grafik hier. Ich glaube, da sieht man es am besten. Das benutze ich jetzt mal. Und wenn ich jetzt einen Kampf starte, dann sehen wir gleich am Anfang, wie der Übergang so pixelig rübergeht. Jetzt müssten gleich die Pixel hier, habt ihr das gesehen? Hier kommen die ganzen kleinen Pixel und so langsam erscheint dann die Map. Das konnte man dann bei Map-Übergängen, Kampfübergängen und so weiter, konnte man da kreativ werden. Ist eigentlich an sich eine ganz coole Funktion. Als guter Letzt schauen wir uns doch mal hier den Schnee an und schauen mal, wie der Schnee so aussieht im RPG Maker XP.
Ja, da hat man so ganz kleine Schneeflocken gehabt, die hier runterfallen, so ganz langsam. Sah eigentlich ganz schick aus. Also die Wetterfunktionen waren echt, echt gut beim RPG Maker XW. Feiere ich fast schon mehr als das Mapping-System, muss ich ehrlich sagen. Und das war es auch so ganz grob, was der RPG Maker so für Eigenheiten hatte. War schon ein ganz cooler Maker. Ich kann schon verstehen, warum manche Leute immer noch den RPG Maker XP benutzen. Hatte ganz coole Sachen drin. Wie fandet ihr den RPG Maker XP? Benutzt ihr ihn noch? Oder denkt ihr euch, nee, der RPG Maker XP ist mir viel zu alt, den benutze ich gar nicht mehr. Ich bin umgestiegen zum MZ. Ich will das Allerneueste haben. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war es jetzt mit diesem Video und wir sehen uns in einer Woche wieder. Bis dahin, tschüssikowski.